Hey, bist du so blöd oder tust du nur so? Komm her. Jetzt bin ich gespannt. Was? Wieso ergreift er die Flucht? Okay, wir machen das ein andermal. Hier drüben haben wir doch eine Aufgabe, bestimmt wieder mit Redback. Die Ausgestoßenen. Ach nee, das ist eine Befreiungsmission hier. Damit sage ich mal, gute wie willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Midlayer Modderschatten 100% Run mit freundlicher Unterstützung von meinem Sponsor Gamesplan.com. Beschreibung in der Videobeschreibung. Link in der Videobeschreibung. Hegon hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Udon lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er jedoch mehr Männer. Schleicht dich in die Festung der Urks und befreie die Ausgeschossenen. Wie zu Hause, Talion. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen erhalten, bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit. Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Mit ein bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe, auch Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog, hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck, dem Vergiften von Orks. Folge mir. Mhm. Als ich das Schwarze Tor verließ, wurde ich bald krank. Es war Eren, die mich gesund pflegte. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Hiergon. Tja. Talion hat ja, was das betrifft, nichts mehr zu verlieren. Na, wo geht's denn lang? Hiergon, aber der Name sagt mir was. Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Waldläufer. Sammle die Kräuter für das Gift. Würde ich jetzt raten, müsste ich sagen, das ist dieses hier. Ne, ist es nicht, aber... Hast du einen guten Blick auf diese seltsame Kreatur erhascht, die die umherschleicht und uns beobachtet? Das braucht sich für die Überlebensherausforderung. Geil. Da ist noch einer. Na gut, dann komm her. Hier gab es einen Mord. Ich liebe diese Fähigkeit. Die ist ja sowas von geil. Die verbraucht zwar Elbengeschosse, aber das werde ich nur upgraden. So. Ich habe eins der Kräuter, ne? Mal schauen, wo es die anderen gibt. Was fehlt denn diese Spinne da? Oh, das war ja geil. Achso, das ist Hiergon. Ich wollte ihm schon sagen, was will das denn? Was wäre jetzt das denn?
So, noch eins. Ich hab's schon gesehen. Diese Schleichtötung ist ja echt geil. Wenn du einen Menschen auf dich zukommen siehst und etwas in ihm glüht, dann kämpf besser bis aufs Blut, denn es ist wahrscheinlich der Waldläufer. Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben, folge mir. Ich hab doch jetzt schon drei eingesammelt, wie viel brauchst du denn? Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Du beweist dich als ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. Sind diese Menschen noch erstaunlich zäh? Wir dürfen keine Milde walten lassen! Okay. Ich habe den Anführer schon lange nicht gesehen. Vielleicht sollten wir uns in seiner Abwesenheit mit ein paar Gefangenen vergnügen. Hat keiner bemerkt. Das wird aber, okay. Soll mir recht sein. Ja, hier, und wo geht's denn lang jetzt? Hüpft da wie so ein angeschossene Kuh rum. In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen. Wir sollten lieber dort draußen sein. Schleicht da jemand umher? Nope. Alles Einbildung. Was machst du denn, Hiergon? Verzieh dich. Er musste ja unbedingt runterrennen, ja? So ein Honk. Ich sammle mal diese Blume auf, falls ich sie brauche. What? In the world? Hiergon, bist du ein Idiot oder was? Komm jetzt her, der Karagor, der greift mich an. Alter. Na, warte. Ich kann ja eh eine Aufzehrung gebrauchen, dann kann ich den auch... Ja, ist mir schon klar. Kann ich jetzt absteigen? So, hier, Gon, los jetzt. Toll. Dieser Idiot, ey. Egal. Ich bilde mir Dinge ein. Hey, was mache ich denn? Warum habe ich denn jetzt einen Dolch auf den geworfen? Was machst du denn? Du sollst das aufsammeln, nicht den Karagor da platt machen. Ey, sag mal, Talion. Nur ein Schaden im Kopf hier. Jetzt wird nicht wieder so kompliziert hier sich um die Urus gekümmert, Hiergon. Was macht Nathan? Walking. Was hast du jetzt für ein Problem? Der Karagor tut dir nichts, der will nur spielen. Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron je zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor. Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie. Keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. Okay, Pfeifenkraut muss ich auch nicht sammeln. Ich muss echt mal gucken, was ich für Kräuter brauche für die nächste Herausforderung. Was ein bös sarkastischer Dialog hier zwischen den beiden abläuft. Der läuft echt so bekloppt. Also das hätten die besser animieren können. Ich meine, Talions Bewegungsanimationen sind auch nicht gerade grazil und die besten, aber es sieht immer noch gescheiter aus bei ihm als... Hier oben.
Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Ja? Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Ja, wenn du mich hier so oft rumlaufen lässt. Achso, das ist eine andere Blume. Oh, echt eine schön zynische Art und Weise, wie Talion hier mit seinen ehemaligen Kameraden redet. Na gut, aber wenn es ein Deserteur ist, ne? Habe ich eben ein Spiel zerquetscht? What the fuck, man? Wollen wir noch Kräuter? Muss ich vielleicht mal hoch? Oh ne, warte mal. Da leuchtet ja noch was. Ich muss dann erstmal gucken, was ich echt für die nächste Jagdherausforderung. Ja, hallo? Aber wenn ich jetzt. Das sollte reichen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Wenn ich jetzt die Fähigkeit. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Die Uruk sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Jetzt, dass ich die Fähigkeit dann vielleicht mit dem Gift freischalte, dann kann ich das ja. Mich um diese Mission kümmern. Talion, lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. So, Fähigkeit freigeschaltet. Grog vergiften. Drücke RB, um Gift in die Grogfässer zu mischen. Nachdem Uruks davon trinken, werden alle Überlebenden misstrauisch und beginnen sich gegenseitig zu bekämpfen. Aber ich muss trotzdem 5 Uruks zur Schleichtötung beseitigen. Das kannst du auch hier draußen machen, oder? Nicht zu glauben, dass wir uns den ganzen Tag lang in dieser grauenvollen Hitze stehen lassen. Nummer uno. Oh shit. Na gut. Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese Geräusche gehört. Wir haben sie auch gehört. Die Sklaven machen sie schon in die Hosen. Ich mag das auch nicht. Was glaubst du, was es ist? Ich lass mal nach oben wieder ab. Ich mach die Schleichtötung hier außerhalb. Und dann schleich ich mich in die Uruk-Höhle. Halt! Ich habe etwas gesehen. Hier ist nichts. Ich habe mir das Geräusch wohl eingebildet. Ich will auch einen zünftigen Kampf haben. So, oder? Holen wir uns gleich noch einen. Der Hauptmann sagt, wir sollen uns bereit machen, um Bolzen zu fällen. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. War wohl nur eine Ziege im Gestrüpp. Zurück an die Arbeit und hört auf zu reden! Was? Habt ihr das gehört? Schneller weg hier, ich bin zu langsam. Hier treibt sich ein Mörder herum. Okay, bevor du Alarm schlägst. Damit hätten wir die 5. Jetzt kümmere ich mich darum, in die Höhlen zu kommen. Er scheint sich mit dem Wind zu bewegen. Eines Tages wird er wie durch Magie auftauchen. Ich brauche ein bisschen Ablenkung. Scheiß Karga, warum hast du mich jetzt gesehen? Ach, soll er sich um die Uruks kümmern. Aber wenn ich jetzt die Fähigkeit dann freigeschalten habe mit dem Vergiften, dann kann ich das ja mal bei einem Festmahl von einem Uruk machen, ey. Brauche ich nur mal eine Übersicht, wo ich was verwenden kann, um Ablenkung zu bekommen. Nope. Was war das? Ich kann nicht riskieren, dass du mich siehst.
Das ist echt eine geile Fähigkeit. Ah, da sind noch zwei, die mich sehen könnten. Habe ich ihn erlegt? Jo, okay. Holen wir uns mal wieder Elfengeschosse. Ich muss kurz checken, ob alles... Okay. Die Luft ist gerade rein. Nein. Du hast nichts gesehen. Ein Hoch jetzt auf diese Fähigkeit. Okay, jetzt muss ich nur schauen, wie ich da jetzt wieder rüberkomme. Ich mich ja fast hier rüber teleportiert habe, komplett. Komm schon. So, Grog Nummer 1. Kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Ich weiß mal, wie ich da rüberkomme am besten. Ich habe gesehen, wie der Dark Hawk einen solchen Schrecken eingejagt hat, dass er seine Axt verlor. Ich habe sie wiedergebracht, indem ich sie in seinen Rücken schlug. Der schamlose kleine Feigling verdient einen schamvollen Tod. Was krölen die hier für ein Zeug? Was glaubst du, warum Turok so gut mit... Okay, bisher sieht's doch gut aus. Sollen die da rumgehen und nach einem Mörder suchen? Dieser Gestank. Unvorstellbar, wie sie das nur trinken können. Jetzt muss ich irgendwie da runterkommen. Sind ja schon welche hops gegangen? Ich habe kein Elfengeschoss mehr, ne? Oh ja, Elfen sagt schon wieder Elfengeschoss. Okay, ist aber gerade Ablenkung da. Jetzt oder nie. Eine bessere Gelegenheit kriege ich vielleicht nicht mehr. Jetzt gilt es nur noch zu warten. Schick. Ich hoffe nur, das Lager am Schlund schließt sich nicht mehr. Wo hätten wir... Was? Ich bin dadurch in der Mitte der Karte gelandet. Okay, wir haben noch Legendenaufgaben.
Und da oben haben wir jetzt momentan nur noch Aufgaben für den Hirgon. Aber gibt's irgendwo was mit einem? Ja. Machen wir doch als nächstes in der nächsten Episode das mit dem Festmahl. Wir haben Hirigon geholfen, seine Frau zu befreien. Und kümmern uns um einige Sklavenmissionen. Natürlich sind wir noch nicht ganz durch, aber die erste Karte nähert sich allmählich dem Ende. Das heißt, der erste große Wendepunkt steht dann natürlich noch bevor. Es war mir auf jeden Fall wichtig, dass wir Hauptmissionen wieder gemacht haben. Und mit dieser Hirigon-Mission, da war es natürlich selbstverständlich auch wichtig, dass wir weitere Menschen befreien konnten. Was hat sich so passieren wird, wir müssen ja nur noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Vergesst bitte einen Kommentar zu hinterlassen. Freut euch auf die nächste Folge und ich bin hier raus. Peace out!